kaputt. Kann ich das wieder mitnehmen? Wir brauchen das nochmal. Kann ich mir vorstellen. Oder das ist was anderes, was wir unten im Dings brauchen. Unten im Müllschlucker. Wo sein? Willst du mich verarschen? Als ob er jetzt einfach weg ist. Ich drück den Knopf. Ich sollte hier weg, bevor die Scheibe platzt. Das war jetzt alles echt. Ich habe nur einen Jumpscare kassiert. Das war jetzt alles. Das war nur, um den Jumpscare zu kassieren. Oder ist jetzt die Tür hier außen offen? Wahrscheinlich, ne? Und er hängt jetzt hier an der Wand. Alter, hab ich mich eingeschissen gerade. Lecko mio, das war aber auch laut, ey. Boah, spätestens jetzt bin ich wieder wach. So. Einmal hier unten raus und dann rechts rum. Ich glaube, er ist gerade durch die Scheibe durch. Nee, doch noch nicht. Lecko mio, hab ich mich eingeschissen. Puh. Es ist mal ein bisschen anders, ne? Er sieht anders aus. War mir ein bisschen sass gerade, dass er anders aussieht. Ich gehe erstmal speichern. Bevor der Typ uns auseinanderreißt. Okay. Dann gucken wir jetzt, dass wir in den Raum reinkommen. Mal gucken, wie seine Rotation jetzt ist. Hier, ich dachte, er steht jetzt weiterhin am Fenster oder so. Sind die Türen jetzt aufgegangen? Ah, das ist er. Der sieht ein bisschen anders aus, tatsächlich, ja. Da kommt jetzt der. Muss ja genau unser Moment abpassen, ne? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand anders in diesem Raum drin ist. Wir müssen noch einmal rechts rum. Naja, genau. For real? Hier in die Ecke stellen wird auch nicht funktionieren.
Frage ist hier, wohin läuft er? Ob da hier rein oder? Ne, gut. Sein. Er ist weg. Noch was Interessantes drin in dem Raum? Wahrscheinlich nicht. Ne, sieht nicht danach aus. Gut, wie kommen wir zurück? Entweder gehe ich jetzt rechts rum und wir sind auf jeden Fall zumindest hier hinten, glaube ich, safe. Oder wir gehen jetzt einfach in den Main Floor zurück. Wir gucken mal, ob der eine Dude uns entgegenkommt über den Hauptflur hier. Ja, dann gehen wir andersrum. Muss ich dann, gezwungenermaßen. Hab ich das noch? Ja. Wenn der jetzt hier durchkommt, ne? Dann reden wir noch eine extra Runde. Perfekt gepasst, gut. Was hat man, wenn man nicht trödelt? Erstmal wieder in Richtung Speicherraum. Sehr gut, so, jetzt gehen wir nach rechts in den Raum, werden die Platte los. Und dann... Wo waren die letzte nochmal? Ach, hier unten, ja klar. Ja, der Müllschlucker, keine Ahnung. Aber das Ding sind wir los, das Drehding, die Kurbel. In irgendeinem von den Löchern wird was drin liegen, sehr wahrscheinlich. Aber das haben wir halt bis jetzt noch nicht entdeckt. Der klingt noch erstaunlich menschlich. Das war, glaube ich, das rote Teil, ne? Ja, wie gesagt, jetzt nochmal in Richtung Müllschlucker, ne? Weil hier hinten haben wir jetzt alles abgesucht. Wir haben auch soweit alles mitgenommen. Der eine Raum hier ist noch zu. Den können wir jetzt mal mittlerweile versuchen aufzumachen. Ich glaube nicht, dass dabei viel rumkommen wird, aber versuchen können wir es. Achso, das ist das Telefon nur, okay.
Ja, dann würde ich sagen, nochmal den Müllschlocker runter, ne? Den Drachenschlüssel haben wir immer noch nicht. Hier hinten ist die Bibliothek, hier geht's nicht weiter. Hier hinten haben wir alles fertig, hier kommen wir nicht rein. In den kleinen Kackraum haben wir gar nicht... Oh, das war nur der kleine Kackraum, ne? Da war nichts mehr. Doch, da waren wir auch drin, sonst wäre das ja so schwarz hier. Doch, doch, da waren wir drin. Ja, wir müssen in den Müllschlocker runter. Wir müssen in den Müllschlucker runter. Aber wo ist der Haken vom Müllschlucker? Da muss irgendwo in einem der Löcher muss was drin liegen. Ich dachte halt auch, die Kurbel wäre dafür relevant, weil es sieht halt auch aus wie so ein Ding, wo man kurbeln müsste. No, probieren wir es einfach nochmal. Ich kann mich nicht bewegen. Da! Ah, hier ist noch eine Kurbel, ja. Kurbel. Ich hab schon eben den ersten beiden Malen schwöre, ich hab die nicht gefunden. Kann ich warten, bis das läuft? Vielleicht passiert das. Was passiert denn mit den Lampen? Gehen die nicht auch kaputt? Beide Lampen hätten eigentlich auch kaputt gehen müssen. Okay, wieder hoch. Gut. Also, da ist eine Kurbel. Haben wir wahrscheinlich, weil wir geduckt waren, nicht gefunden. Und jetzt sind wir auch hier im abgeschlossenen Raum. Ja. Obviously. Dann können wir jetzt einmal rechts rum direkt. Einmal direkt speichern. Wir die loswerden. Wo müssen wir rein? Ah, noch einmal hier rum, okay. Da, Safe-Raum sind immer grüne Türen. Gut. Speichern. Und einsetzen. Jetzt sollten wir noch warten, bis die beiden wieder aus den Räumen verschwinden. Und natürlich von der anderen Seite, ne? Ist klar. Das war laut. Aua! Hey, schnell, 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 schnell! Zwei!
Wenn wir. Ah ne, auf 1 oder auf Ground? Ne, von 1 kommen wir. Ground brauchen wir nicht wieder hin. Warte, wir brauchen den Hafen, den Musikschlüssel nochmal auf Ground, oder? Moment mal. Rein interessenshalber. Ich fahr mal runter auf Ground. Braucht man da nicht den Musikschlüssel noch? Hier haben wir noch eine ganze Area gar nicht erst gelootet. In einen Weg auf den Dachboden. Hier sind wir noch in der ganzen Area gar nicht erst gewesen, tatsächlich. Wenn die den Hafenschlüssel brauchen wir nicht. Aber wir müssen hier hinten nochmal hin. Hier waren wir noch gar nicht hier hinten. Ah ne, da kamen wir auch noch gar nicht hin, ne? Hier ist die Tür zu. Und hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir noch gar nicht hin da hinten. Erst mal einen Moment. Oh, hier ist es. So. Jetzt sind wir im zweiten Stockwerk. Danach kommt wahrscheinlich nur noch der Dachboden, würde ich mal schätzen. Finde einen Weg auf den Dachboden. Ja, so sieht's aus. So, erstmal Telefon. Hallo? Thomas? Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor now. Ach Mensch. Also Bossfight, ja? Weißt du, wo er ist? No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Wie komme ich zu dir? There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. Okay. You should be able to reach me that way. Alles klar. My uncle was not a man to be trifled with before. And now, I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Please take care, Thomas. Ich immer. So. Gott. Der Telefonaufzug hier hinten wartet die erste Tür auf. Würde tatsächlich, glaube ich, einmal schnapsen, wenn wir oben den ersten Speicherraum entdecken. Da ist irgendwas, da rechts ist Quest, hier links ist noch mehr Flur. Oben ist irgendwo der gute Abe unterwegs. Artig. Wie vielte war das jetzt? Die 11. Safe schon welche übersehen. Oh, wir kommen auf jeden Fall zu nur noch 2 Fotografen. Also würde ich mal behaupten, sind wir kurz vor Ende. Momente fehlen aber anscheinend noch einige, wenn ich das hier so sehe.
Mörder. Auf dem Gemälde von Abe drauf. Okay, neuer Trakt. Erstmal wieder zurück in den alten Trakt. Da weiter gucken. Das klimpert, schauen wir uns sofort an. Ich versuche hier oben noch einen Speicherraum zu entdecken, tatsächlich vorher. Wo sind wir hier? War doch nicht schon im Schlafzimmer, oder? Elizabeths Pläne für das Gegenlied. Okay. Meine Weigerung zu singen hat meinen Vater zwar frustriert, aber mehr als eine Verzögerung seiner Pläne ist damit auch nicht erreicht. Jetzt ist er damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie er die Aufnahme vom Gesang der Kreatur mit einer seiner Gerätschaften abspielen kann. Es muss eine Möglichkeit geben, dem Gesang entgegenzuwirken, seine Wirkung abzuschwächen oder ganz aufzuheben. Eine Melodie oder ein Lied als Gegenmittel dazu sozusagen. Ein Gegenlied. Ich werde Hilfe dafür benötigen. Doch wie soll ich vorgehen? Ich kann nicht riskieren, das schreckliche Lied in die Außenwelt zu tragen. Vielleicht könnte ich es ja in mehrere Teile aufteilen, wie es auch Vater bei seinen Aufnahmen gemacht hat. Und dann 4 verschiedene Komponisten damit beauftragen? Nur wen soll ich darum bitten? Natürlich meinen geliebten Thomas. Aber wen sonst? Thomas Evans, Matilda Norton, Arthur Morris, Henry Hughes. Deswegen sind wir hier. Das war der Ursprungsplan wahrscheinlich. Deswegen sind wir hier. Und das Gegenlied steuern wir. Ach, Safe Room. Glaube ich. Zumindest ein grüner Raum. Aber ich sehe keinen Dingsbums. Ah, noch da. Und das Gegenlied ist das, wenn wir alle 4 Zylinder verbinden. Das ist das Gegenlied. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight. To use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, 2 composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone. As I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? Yeah. I need you now more than ever, my love. Wir sind hier und biegen das Ganze gerade. Wer bist du? Was steht hier? Der deinem Treiben ein Ende setzen wird.
Kleiner Schlawiner. So, gut. Hier auch mal was Dingsbums vorn gefunden. Da ist der Questmarker da hinten. Da können wir jetzt erstmal auch hingehen. Ich denke mal, ab jetzt wird er hier oben rumschleichen, der kleine Schlawiner. Elizabeth, das ist unser Girl. Unser Girl. So, jetzt habe ich gespeichert, das ist erstmal alles cool. Jetzt können wir erstmal da links gucken, was da noch für ein Raum ist. Müssen wir rechts von uns aus gesehen. Limpert noch was auf jeden Fall. Klimpert zweimal direkt in Folge etwas. Wir haben doch gerade erst noch was eingesammelt, oder nicht? Zass. Kinderzimmer. Elizabeth Text für das Gegenlied. Zuogan, Kindlein, schlaf an meiner Brust. Es ist warm, du bist geborgen. Mein Arm fest umschlossen, mein Herz erfüllt von Mutterliebe. Nichts soll dein Schlummer stören. Niemand wird dir bringen Pein. Schlaf ganz still, mein liebes Kind. Schlaf ganz süß an Mutters. Schlaf ganz still am heutigen Abend. Schlaf ganz süß, du schönes Kind. Oh, wie sanft du grad lächelst. Was hat wohl dein Herz erfreut? Sind's die Engel hoch im Himmel, die dir freudig lächeln zu? Lächelst du zurück im Schlafe, ruhig und still an meiner Brust. Das reimt sich wahrscheinlich auf Englisch besser. Keine Angst, es sind nur Blätter, die da tanzen vor der Tür. Vor Leaves und Door. Und ich keine Angst, es sind nur Wellen. Leaves und Waves. Ja, doch schon eher. Die da murmeln vor der Bucht. Schlaf ganz fest, denn nichts ist hier, das dich heute das Fürchten lehrt. Lächle still an meiner Brust. Hinauf zum Engelsreich. Das ist das Gegenlied. Okay, da werde ich nicht laut raus. Kann ich lesen. Doch untersuchen können wir ja noch, stimmt. Ich rache, aber komm, lesen. Das ist auch kein Englisch, wie das geschrieben ist. Wahrscheinlich irgendwie Sirenensprache oder so. Geht okay. Hier geht's nochmal durch in den anderen Trakt, okay. Gucken wir uns jetzt hier um oder gehen wir erst zur Quest drüber? Wir gehen erst zur Quest drüber. Dann hier wieder hoch. Ach lol, ich wollte auch noch mich nochmal Full Life machen tatsächlich, ne? Wenn ich speichere. Ja, egal, haben wir jetzt vergessen. Aber kann man ja jetzt noch gut machen tatsächlich. Fump. Was haben wir denn jetzt noch? Noch drei, easy. Versuch mir auch diese Dinger. Die Ladungen aufzusparen, bis halt zu einem Bossfight, wie zum Beispiel Abraham. Da ist er nämlich. Das war ja klar. Ist geladen, leuchtet. Dahinter hat es das Ganze gemopst. Gut, von hier aus kommen wir. Dann können wir jetzt erstmal gerade mal hier unten weiter gucken, was hier noch ist.
Tür ist von der anderen Seite barrikadiert. Kommen wir nicht durch. Hier haben wir die Karte für die Area. Jo, okay, damit haben wir alles aufgedeckt. Gut, hier und hier kommen wir auch nicht durch, okay. Gut, hier oben waren wir schon überall. Ich glaube, hier drin waren wir auch, oder? Mal gucken. Ja, Tür ist auf, hier waren wir schon drin. Okay. Okay, 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 okay. Da waren wir auch schon drin, genau. So, Südflügel. Oder, was heißt Südflügel, dieser untere Teil hier, ne? Gehen wir erstmal nach hier. Da ist noch ein Vent. Erstmal hier rum. Wir müssen auch noch kurz gucken, was hier in der Ecke ist. Vorstellen können, dass das hier nur eine Ecke ist, um ihn zu dodgen. Wenn wir das hier gerade aussehen, weil da jetzt nichts an Collectibles oder so. Der Sackgasse steht einfach, um ihn vorbeilaufen zu lassen. Und dann jetzt mal rechts runter. Obwohl Adlerschlüssel wieder. Oder Adlermedaillon war das ja jetzt. Unseres kann ich da nicht anwenden, ne? Das Musikmedaillon, ne? Okay, die Tür ist gesperrt. Hier verbrauchen wir wieder das Adlermedaillon, was er uns ja jetzt gestibitzt hat. Gestibitzt. Gut, heißt erstmal hier hinten runter. Durch. Aua. Das ist ein schlechter Witz. Das war nicht hier runter, ach so ein Scheiß. Moin. Wohin muss ich? Hier runter und dann da lang, ne? Also jetzt runter und dann links. Ja, durch hier ist er durch die Wand geprescht auf jeden Fall. Wird jetzt hier oder hier lang erstmal? Nein! Dreck! Das war Verschwendung! Ach Kack, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ah, fuck, ich werde die nicht los, oder? Nee. Ah, wo muss ich denn hin zur Hölle? Und nur was? Und nur was? Beide Glocken aktiviert und jetzt? Hier unten ist zu. Hier komme ich auch nicht durch. Ach, das ist scheiße jetzt, Alter. Kumpel. Das ist sowas von Scheiße jetzt. Ja, RIP. Ja, RIP. 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 Keine Chance.
Keine Chance hier rauszukommen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier rechts rum geht's nicht weiter. Da stehen wir an dem Rätsel und für ein Rätsel brauche ich Zeit. Sorry, aber es ist halt so. Jetzt bin ich im Aufzug. Okay, wir sind am Anfang. Ich habe das Ding hier gelöst. Erstmal durch bis zum Speicherraum gerade. Ja komm, ist egal. Das ist wie Husten. Scheiß drauf. Ich speichere jetzt mal unter den Umständen. Das ist halt jetzt so. Kommt er hier rein? Wahrscheinlich kommt er hier rein, ja. Ich hab kurz überlegt, wo wir noch hin könnten jetzt. Jetzt haben wir da beide Tore geöffnet, links und rechts. Ne, hier haben wir links und rechts die Tore geöffnet. Hier rum kommen wir jetzt noch, theoretisch. Und da sind wir auch vorher rumgekommen. Hier rum kamen wir rein, meine ich, ne? Hier hinten rum müssten wir jetzt kommen. Also müssen wir jetzt raus aus dem Raum und uns links halten. Also zweimal, also einmal rechts abbiegen, klar, einmal 180 Grad rum, dann zweimal links. Die Kurve geradeaus durch, bis wir an der Eingangshalle sind und dann rechts. Das ist der Plan. Rechts, zweimal links, geradeaus, rechts. Ja, ich bin am Arsch, ich will auf jeden Fall hier reinkommen. Geh weg. Das hält ihn zumindest kurzfristig auf. So, hier lang. Und jetzt ganz links die Tür. 180 Grad nach links. Da ist ein Speicherraum. Tür zu, speichern. Am besten, wenn er noch so weit wie möglich weg ist. Ich dachte, das würde ihn jetzt irgendwie besänftigen oder so, aber anscheinend nicht. Okay. Ja, jetzt geht's nach links oder geradeaus. Aber das Ding ist, jetzt muss ich halt rennen, ne? Jetzt können wir uns nicht mal umgucken oder so. Jetzt muss ich halt rennen wie ein Irrer.
Geradeaus brauchen wir einen Schlüssel. Moin. Wenn er hier in dem Raum sieht, er uns auch nicht. Weil der fickt uns direkt. Der fickt uns automatisch. Zu. Ist auf. Bin ich damit nicht wieder im selben Raum? Moment, was bringt das hier gerade? Wir rennen im Kreis. Da ist irgendwas. Da ist ein Fragezeichen. Da hinten liegt was, okay? Ah, Gott! Schneller! Wow, was hat das uns gebracht? Das haben wir schon. Was hat das gemacht? Was hat das gemacht? Oh, ich muss aus dem Raum raus. Ich muss aus dem Raum raus. Komm ich schnell mal aus dem Raum raus. Wo ist nochmal der Ausgang? Bin ich hier reingekommen? Nein. Doch, muss ja. Wo bin ich sonst reingekommen? Au. Hier nochmal. Ich glaube, ich muss ihn einfach nur in einem großen Saal halten, tatsächlich. Ich habe keine Medikits mehr, alles klar. Ich will das Ganze vielleicht nochmal. Ich weiß es nicht. Wo ist er? Hat das funktioniert? Hat das funktioniert? Was muss ich jetzt machen? Scheiße. Ich kann es nicht nochmal machen. Vogelschlüssel. Elizabeth, bist du da? Yes, I'm still here. I thought you were... Something just... What was that? Ich glaube, ich... Mein Onkel, er wollte einfach nicht aufhören. Die anderen Musiker und so hast uns alle gebeten, jeweils ein Teil des Lieds zu komponieren. Mein Onkel wollte nicht aufhören. What happened? I could hear the sound of... Wait. I thought I heard something here. Was ist los? Somebody is trying to talk to us. I must go. No! No, stop! Stop! Let go of me! Let me go! Get off! Das klang nicht so gut. Okay, ich muss dringend durch zum Speichern. Ich denke mal, er ist jetzt Geschichte tatsächlich. Oh, wir haben ganz wenig HP. Ich hoffe einfach, dass hier hinten noch ein HP-Dingsbums rumliegt.
Irgendwo. Hier ist was zum Speichern auf jeden Fall. Aber so ein bisschen Bossfight nicht nochmal machen, dann speichere ich auch mit ganz wenig HP. Ist mir recht. Puh, ja, das war der Bossfight. Da haben wir auch jetzt alle unsere Ressourcen aufgebraucht dran. Puh. Puh, mit der Tür. Ah ne, das ist wieder irgendwie Totenkopfschlüssel, okay. Elizabeth wurde jetzt hops genommen. Ich will noch mal kurz reingucken, jetzt wo wir gespeichert haben, ist es ja egal. Na Schwein, das war noch im Raum hier, weil muss ihn dreimal mit diesem Elektro-Dings-Bombs erwischen. Aber ja, das sind ja auch diese Ampullen tatsächlich, ne, da oben. Deswegen hat es ihn hier zerrissen. Fand ich frei, war frech, dass er immer wusste, wo wir waren, ey, zu jedem Zeitpunkt. Dass hier nochmal randomartigerweise eine Map drin rumlag, war auch so weird. Aber wieso wurde so ein Raum hier eingerichtet, frage ich mich. Tatsächlich. Oder der wurde halt eingerichtet von ihr. Von Elizabeth. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass ich so was hier verkabeln kann. Oder das war doch noch unser Daddy. Bevor alles in die Hose gelaufen ist. In die Hose gelaufen ist, Leute. Schief gegangen ist. Okay, wir müssen noch irgendwo ein Dings finden. Medikit, ganz, ganz dringend. Sind jetzt auch normale Boys unterwegs hier oben. Wieso trampelt denn hier wieder einer? Was soll das denn jetzt? Wieso ist er denn jetzt hier wieder unterwegs? Hä, ist das richtig so? Ah! Ist das richtig so, Spiel? Oder ist das hier gerade Hardcore-Buggy? Ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Ob das hier so richtig ist? Ich bezweifle gerade, dass das hier so richtig ist. Und wie soll ich denn mit so wenig HP da jetzt einmal durchsprinten? Wir haben keine Abwehrmaßnahme, nichts mehr so. Doch, wir haben noch ein Pen jetzt. Läuft er jetzt direkt wieder an? Was zu lesen. Brief von Thomas an Elizabeth. Den hatten wir gar nicht gesehen gerade eben. Allerliebste Elizabeth. Ich habe deinen Brief erhalten und verzehre mich nun vor Sorge ob deiner Worte. Zu erfahren, wie du unter deinem Vater leidest und dass er dich im Scare Hotel eingesperrt hat, ist mehr als ich ertragen kann. Dennoch werde ich deinen Wunsch entsprechen, mich voll und ganz der gestellten Aufgabe widmen und die Melodie für dich komponieren. Ich werde Tag und Nacht daran arbeiten und sobald ich fertig damit bin, werde ich
werde ich in den schnellsten Zug zu dir steigen, Liebste. Auf ewig dein Thomas. So ist es. Und er trampelt schon wieder hier rum. Kann doch nicht wahr sein, echt, ey. Was soll ich denn machen? Ich habe keine AP, null. Und er sieht uns ja offensichtlich auch. Durch die Wand sieht er uns sogar. Durch die Wand. Ja, tot. Ich weiß nicht, was ich mit 2 AP machen soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das fuckt mich gerade ultra ab. Ultra. Wir haben den Typen doch besiegt. Kann der jetzt nicht mal seine Fresse halten? Jetzt mal ehrlich. Es nervt. Es nervt wirklich. Können wir jetzt erstmal versuchen, in den scheiß Raum reinzukommen, damit wir den Scheiß wieder lesen können. Alter, was ist denn das für eine Piepshow? Wie wär's mal mit einem HP-Trank nach dem Bossfight oder so? Hier muss irgendwas liegen. Ja, der Boss ist auch nicht mehr hier. Hier muss doch irgendwo ein HP-Trank liegen. Das kann nicht sein. Aha. Das sei schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ey. Ja, wir haben den Dude besiegt. Wieso taucht er doch mal hier auf? Da hinten rannte einer, okay. Ich finde ihn auch echt schlecht gecodet, leider. Wie gesagt, der hat uns gerade eben durch die Wand gesehen, so. Das sieht man nicht auf. Ich glaube, das macht zu viel Krach. Das war ja klar. Wohin? Links. Links. Wohin jetzt? Da ist die Dings, okay. Der Zylinder. Und nu? Da ist noch was zu lesen. Ja, sehr schön. Artikel übertragen ich einen Verlust. Ja. Lese ich jetzt nicht durch, habe ich keine Zeit für. Durch die Wand, hier. Ist er hier hoch? Nee, ne? Ich habe gesagt, hier sind wir safe.
The Morning Herald, Ausgabe XCVII Nummer 97, Sonntagmorgen, 16. Dezember 1894. 20 Seiten, ein Half Penny. Familientragödie sorgt für Schließung. Nach dem Mord der Maid von Scare schließt das bekannte Scare Hotel. Der Ehemann der berüchtigten Sängerin Prudence Williams schließt die Pforten des Scare Hotel in Süd Wales. Isaac Williams, der Geschäftsmann und Eigentümer des Hotels, traut um seine geliebte Frau und nimmt keine neuen Gäste mehr in seinem Hotel auf. Das Scare Hotel schließt nach nur einem Jahrzehnt, in dem es wohlwollende Kritiken erhalten hat und Mittelpunkt einer Reihe von spektakulären Vorstellungen war, gesungen von der verstorbenen Maid von Scare, Prudence Williams. Hinterlässt eine Tochter, Elizabeth, mit von Isaac, Eigentümer des Scare Hotels. Okay, also direkt nach dem Tod von ihr die Bude dicht gemacht. Ich nicht davon aus, dass er da reinkommt. Ich denke mal, hier sind wir safe, jetzt in dem Treppenhaus. Das erste. Elizabeths Tagebucheintrag 1. 22. Oktober 1897. Vater hat Wind davon bekommen, dass ich ein Gegenlied komponieren will und dass ich die nötigen Schritte eingeleitet habe, um ihn aufzuhalten. Doch er hat vor, sein Lied heute Abend schon bei der Probe auf der großen Orgel am Personal zu testen. Ich fürchte, ich bin zu spät. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Im verzweifelten Versuch, seinen schrecklichen Plan zu durchkreuzen, habe ich mich bereit erklärt, für ihn zu singen. Es ist völlig schief gelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Gegenlied zu singen, wie ich konnte, aber die Version, die ich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Ich hätte auf Thomas und die anderen warten sollen. Doch es war keine Zeit mehr. Jetzt fürchte ich, dass ich die Lage verschlimmert habe. Der Blick von Vater, als ihm klar wurde, was ich versuchte, war furchterregend. So hatte ich ihn noch nie zuvor erlebt. Das gesungene Lied und die Melodie von den Zylindern hat alle in den Wahnsinn getrieben. Das war wahrlich nicht die Wirkung, die ich bezweckt hatte. Also die Kombi daraus hat die in den Wahnsinn getrieben, ja gut. Die Angestellten fingen an zu schreien und sich gegenseitig anzugreifen. Vater blutete aus den Ohren und danach war er wie von Sinn. Er kritzelte Worte auf den Treppenstufen mit seinem eigenen Blut. Was habe ich nur getan? Aber die Kombi aus Konterlied und Sirenenlied hat dann alle gefickt. Alles klar, interessant. Ich sneak immer noch, hoppla. Eins. Das ist Großvater mit einem Fisch. Oh, Dachboden. Kann ich vorher speichern, please? Hallo? Hey, what the fuck? Ah. 3. Wo war denn 2? Okay, 3 ist Isaac, also Daddy mit einem Falken. Weiß ich, 2 kamen nicht auf dem Weg. Hätte ich 2 ja gesehen. Kann ich Formularen jetzt nicht rum? Ah, das ist 2. Sind wir mit dem. Also ist Elizabeth mit dem Wouts, würde ich sagen? Oder ist das Prudence? Oder ist das Prudence? Ich glaube, das hier ist Elizabeth und das da wird dann Prudence sein, wahrscheinlich. Ja, doch, die sieht älter aus. Und 4 ist Elizabeth mit einem Vögelchen. 5, das ist der Onkel. Hätte mir das aufschreiben sollen, oder? Ah, wir haben 5 Tasten. Achso, ja, okay, ich muss eins nach dem anderen, je nachdem, nach den Tieren drücken, das ist nicht schwer. Okay, auf 1 war der Fisch, ne? Pass auf, ich schreibe mir das gerade auf, bevor wir jetzt gleich, sobald wir eine Sache machen, in übelsten Zeitdruck kommen. Ich schreibe mir das auf, wenn ich hier einen Stift hätte mal wieder. Ich habe mal wieder keinen.
So, das war Fisch. Dann auf der 2 war Hund. Die 3 war Vogel. Hier war Käfig. Das Treten jetzt macht übel nervös. Und 5 war Hirsch. Also es ist Fisch, Hund, Vogel, Käfig, Hirsch. Fisch, Hund, Vogel, Käfig, Hirsch. Jetzt gedacht noch richtig. Hier oben müsste sich dann Elisabeth versteckt haben. Sie mich an dem Monster. Also, nee, sie mich nicht. Elisabeth Tagebucheintrag 2. 23.05.1897. Ich habe mich auf den Dachboden eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Die große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Alles begann mit dieser Kreatur, die unter Skirt Point gefangen gehalten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemand mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne dass mein Vater und seine Männer mich finden. Sie ist nicht mehr sie selbst. Unter Skirt Point ist eine Höhle? Und da, ich meine, ja, da sind Höhlengänge und bla bla bla, aber... Aber da ist auch eine Kreatur anscheinend, okay? Wahrscheinlich die Ursirene oder irgendwie sowas, was das triggert halt. Vielleicht ist der hier oben? Okay. Hört sich nur so an. Ein Floor, von hier aus kann man Sachen steuern. Kaktusseiße. Ach nee, unser Spielzeug ist kaputt gegangen. Ist ja Dreck. Jetzt wurde ich den Wäscheschacht runtergeschubst, ist ja frech. Ja, Elisabeth hat es vielleicht zerrissen anscheinend. Elisabeth hat es vielleicht ein bisschen zerrissen. Oh Mann. Wo ist denn der letzte Zylinder? Wir wussten doch, wo beide waren, oder nicht? Jetzt sind wir wieder im Untergeschoss. Also ganz unten. Hier aus dem Hotel heißt es jetzt. Ja gut, jetzt gibt es ja keinen Grund mehr, warum wir noch hier irgendwas machen sollten, ne? Da brauchen wir jetzt aber nochmal den Hafenschlüssel. Tatsächlich. Der Speicherpunkt ist natürlich genau an der anderen Seite, aber ich denke mal, hier wurde gespeichert jetzt einmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Speicherpunkt war. Da sollten wir jetzt mal gucken, dass wir zu dem Musikzimmer kommen, dem anderen noch. Oh, hier ist ein Speicherdingsbums. Das ist ja angenehm. Und mit 2 Ausgängen. It is done. I have managed to make phonograph copies of 3 of my father's 4 cylinders. 3 parts of the siren song. The 4th, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands?
Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren Song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. Das Medaillon ist ein Dingsbums. We shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Das Musikmedaillon ist ein Zylinder? Anscheinend, ne? Okay, vielleicht gibt's gar keinen dritten Zylinder. Aber das Klang ist der Musikzylinder. Ist das Medaillon der dritte Zylinder? Zylinder. Wo geht's hier noch hin? Was ist denn jetzt hier? Da hinten kommen wir gar nicht raus, glaube ich, wie das aussieht, ne? Ne, aktuell zumindest nicht. Also müssen wir hier unten weiter. Oh, fast übersehen. Elisabeths Tagebucheintrag 3. 24. Oktober 1897. Ich habe es gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Ach was. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stapft. Der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Und beide dem Wahnsinn verfallen, tragen diese fürchterlichen Ritualmasken. Vor Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist zu schrecklich zum Beschreiben. Ich bin immer noch 8, ich habe voll viel übersehen. Wieso haben wir denn jetzt aber. Wir hatten noch nur 2 Dinger hier frei. Wieso sind jetzt noch. Oder sind das nur die letzten, die wir hier haben? Werden nicht alle sein wahrscheinlich, oder? Hatte ich nicht nur 2 hier frei gerade eben? Ja, unser Gold hat sich zerrissen. Ungünstig. Ja, hier unten sind irgendwie Zellen oder. Klar brauchen wir auch Zellen hier unten, natürlich. Achso, das sind Zellen für ja, Rituale. Angenehm. Ich will nochmal speichern gehen, bitte. Danke. Also wir müssen dieses etwas unter der Insel befreien. Wahrscheinlich wird das sowas wie die Ursirene sein, die gefangen gehalten wird, damit sie das Lied singt oder so. Mythologie. Ah, jetzt wäre man vielleicht ein bisschen schlauer, guck mal. In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Mischwesen aus Vogel und Frau, das mit einem lieblichen Gesang Seefahrer in ihr Verderben lockt. Genau. Kennen wir aus zum Beispiel Flug der Karibik. Sirenen und Meerjungfrauen sind unterschiedliche Wesen. Okay, wir kennen Meerjungfrauen aus Flug der Karibik. Aber lange Zeit wurden sie als identisch erachtet. Im Mittelalter kam es aufgrund von falschen Interpretationen von Schriftstellern und Künstlern zu einem Wandel in der Darstellung weg von einer vogelähnlichen Kreatur hin zu einem fischähnlichen Wesen. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Sirenen immer mehr als Meerjungfrauen aufgefasst und dargestellt wurden, was sie in der griechischen Mythologie nicht sind. Guck mal. Zum ersten Mal wurden sie in Homers Odyssee im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Spätere Quellen besagen, dass Sirenen Flügel haben oder dass ihre Köpfe den von wunderschönen Frauen gleichen, während sie den Körper eines Vogels aufweisen. Ja, genau. Ich kenne das auch halt wie Meerjungfrauen-mäßig so aus Flug der Karibik, ja. Dann ziehen sie sich in die Tiefe und fressen dich. Genau, das war so ein altes Seefahrer-Ding. Ja, genau. Da erkenne ich das, da sagt mir das was. Ja. Nicht, dass hier irgendwann mal was hinter der Tür steht oder sowas noch relevant sein könnte.
Wir haben ja auch immer noch. Wir haben jetzt. Wir haben keinen Heiltrank mehr, ne. Ne, da ist der vierte Zylinder, lol. Medusa. Okay, ich dachte, ich hätte das gerade eben so verstanden, als wäre der vierte Zylinder der, Dings. Das ist das Medaillon, hatte ich jetzt so verstanden. Bin jetzt schon falsch verstanden. Gut. Wautz eigentlich, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Den Hund. Kelly. Ja, hier steppt wieder irgendwas. Hier drin eine Verrottung, das ist cool. So, wo wir sind wir? Hier wir sind wir, okay. Also, einmal zum Hafenschlüssel. Zum Hafenschlüsselloch, dann müssen wir jetzt nur die nächste rechts und dann wieder rechts, logisch. Ist gut gesagt. Falsch. Das ist recht spack. Kommst du zurück oder gehst du weiter? Du gehst weiter. Gehst da raus. Okay. Tür für dich, Kumpel. Geh dann hier rein. Adlerschlüssel. Nee, Quatsch. Das war der Musikschlüssel. Dann wäre ich hier reingekommen. Okay, wir können wieder fünfmal Klavierchen spielen. Ist er tatsächlich hier reingekommen, Alter? Ich glaube, es hackt. Hier, glaube ich, waren wir schon, ne? Ich meine, hier war gesperrt, ne? Nicht hier, oder? War hier schon gesperrt. Hier in dem Teil waren wir schon. Jetzt einmal schnell, was ist das? Isaacs Blaupausen-Notizen. Details für große Orgel. Das Aufteilen in vier Teile hat experimentieren vereinfacht. Denn das Lied kann seine volle Wirkung nur dann erzielen, wenn alle vier Teile in der Reihenfolge abgespielt werden. Aber wie diese Wirkung abschwächen und kontrollieren, wenn die Teile kombiniert werden? Die Lösung ist zum Greifen nahe. Ich spüre es, wie eine Melodie in einem Traum. Der Zylindermechanismus, der Hund des Hades, Medusa, die Sirene, der Held, Stifte, Musikzylinder verbinden. Ist das die Reihenfolge? Cerberus, Medusa, Sirene, Held? Ja, oh, ein Foto hiervon. Vielleicht ist das relevant. In welcher Reihenfolge das hier ist. Okay.
Ist es jetzt noch relevant, hier Musik zu spielen? Ich glaube wohl kaum. Ich glaube, das ist eher dumm, hier jetzt Musik zu spielen. Wir müssten jetzt... Theoretisch... Wir haben alle Zylinder. Finde die übrigen Notenblätter. Irgendwo muss noch ein Notenblatt rumliegen. Ach so, das sind die Notenblätter, die wir dann spielen müssen, oder was? Das reicht. Ach so, Moment mal. Nee, aber ich dachte, wir müssen Mathilda Norton. Henry Hughes. Doch. Lol, okay. Also wir müssen die Zylinder doch verbinden. Mit dem Counterpart. Die Zylinder sind die, die das Ganze hier getriggert haben. Und wenn wir die abspielen mit dem Counterpart, sollte das das Ganze fixen, oder nicht? Also brauchen wir jetzt echt noch das andere Notenblatt, ja. Wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir überall. Tatsächlich. Da sieht irgendeiner noch eine Tür, die nicht betreten war. Müssen wir mal im nächsten Raum jetzt hier gucken. Ich renne einfach random durch die Gegend. Sonst gehe ich jetzt hier nach rechts und wir gehen in Richtung Aufzug tatsächlich. Dreck, hier kommen wir gar nicht durch, sehe ich gerade. Hier kommen wir gar nicht durch. Oh, leck mich doch mal Arsch. Da gehe ich jetzt aber hier oben rum, oder? Ne, das ist voll der Umweg tatsächlich. Massiv der Umweg, hier oben rum zu gehen. Scheiße. Scheiße. Der geht auch gar nicht, weil hier zu ist. Wir müssen hier rum. Also wir müssen hier vorne rein. Dann die erste links. Und dann die nächste wieder links. Und dann 180 Grad. Da bin ich stumm. Schlechter Witz jetzt, oder? Die Jungs spielen echt nicht mehr mit. Ah, danke. Der scheint gerade rauszukommen, wie das klingt. Ja, dann läuft das in die richtige Richtung, ja. Wenn ich mich hinter ihm halte, wird alles gut. Wir müssen jetzt halt doch irgendwo hin, wo wir doch irgendwie einen Schlüssel gebrauchen können.
2 rechts. Mal mit dem Aufzug. Ich geh erstmal geradeaus weiter durch, um zu speichern. Das ist vielleicht nochmal sicher. Ja, wir gehen erst geradeaus durch. Wow. Wow. Der Aufzug ist im Arsch. Aber wir können speichern, das ist die Hauptsache. Was habt ihr hier veranstaltet, ey? Hier nur veranstaltet, Leute. Ihr seid sofort von bekloppt. Okay, der Aufzug ist dicht. Ja, dann wird es wahrscheinlich hinten durch den Garten wieder rausgehen, ne? Schätze ich mal. Den langen Weg. Mal gucken, wo das hier. Ja. Da läuft nichts mehr über den Aufzug. Gut, zweite Option. Ich kann ja mal gerade gucken, Erdgeschoss. Hier hinten fehlt noch was, da kamen wir bisher aber noch nicht hin. Gar nicht. Sieht auch noch nicht so aus, als würden wir da hinkommen. Hier ist immer ein Schloss, den Totenkopfschlüssel haben wir immer noch nicht. Da haben wir auch alles. Erstes Stockwerk. Da müssen wir noch mit dem... Ins erste Stockwerk müssen wir noch. Weil da kommen wir noch mit dem... ist das erste Stockwerk? Ja. Weil da kommen wir noch mit dem... Dings rein. Mit dem Vogelschlüssel. Also müssen ins erste Stockwerk hoch. Aber erstmal hier hinten rum raus, weil sonst gibt es hier keinen Ausweg. Heißt hier den kompletten Weg zurück. Aber hier rein, links, links. Ne, nicht hier durch, wir müssen oben rum. Also rechts, rechts, oben, hier hinten rum und dann hier durch die Dinger. Alter, what the fuck. Wir haben schon gespeichert. Der Großteil ist jetzt schon mal safe.